Hallo zusammen. Also, ich habe gerade geguckt, ob man mich gut sehen kann, weil hier ist doch ein bisschen sehr wenig belichtet. Aber eigentlich zu meinem Thema. Also, mein Thema ist heute Künstlerwelt, Märchenwelt. Ich habe schon einiges, sag ich mal, erlebt in einigen Branchen, die ich war, beruflich. Also, ich meine jetzt auch beruflich gesehen in Hauswirtschaft und Familienpflege, genauso wie im Schlager- und Volksmusikbereich. Und ich wollte jetzt einfach mal auf einige Fragen eingehen, die ich in der Zeit hatte, wo ich oft auf Tour war. Also so, ja, überall und nirgends halt entweder moderiert habe oder mal gesungen oder Künstler begleitet habe als Fanclub-Begleitung oder einfach so Begleitung. Und da wurde ich ja auch des Öfteren von Fans angesprochen. Ja, du kannst ja jetzt davon leben. Du brauchst ja gar keinen anderen Job oder nebenbei überhaupt zu arbeiten. Also darüber möchte ich jetzt einfach mal sagen, jeder Mensch hat seine Kosten. Ob er jetzt selbstständig ist als Künstler oder selbstständig als in anderen Berufen. Ich sage jetzt Künstler in dem Sinne, das ist jetzt für mich ein großer Begriff. Ich benenne dadurch auch meinerseits, ob Schauspieler, Sänger allgemein in allen Musikrichtungen, Comedy oder sonst etwas. Jeder von diesen Menschen, ja, ist dazu verpflichtet und der eine oder der andere wird es gemacht haben oder macht es sowieso noch, dass es angemeldet ist, steuerlich und, was alles dahinter steckt. Ich weiß, manchmal denke ich mir, Leute, wisst ihr gar nicht, was dahinter wirklich dahinter steckt, dass es auch Kosten gibt. Ich sag mal, der eine oder andere kann oder ist vielleicht auch dadurch wirklich reich geworden, hat seine Gelder gemacht, ja. Aber ich denke mal, ihr habt auch in der Presse und in vielen Medien auch mal gehört und gesehen, dass auch einige Künstler sich verschuldet haben, dass sie einfach, ich weiß nicht, wie das passiert ist, was auch gewesen ist, da möchte ich auch keinen verurteilen oder beurteilen, aber das ist halt so, das ist in jeder Branche kann man sich verschulden oder man kann sich in jeder Branche also auf reich verreichen oder wie heißt das? Also reich machen mit Geld oder mit allem. Aber ich sehe das so, dass jeder was zu zahlen hat und jeder seinen Weg geht, egal ob er jetzt in welchem Berufszweig er überhaupt ist. Aber das wollte ich mal gesagt haben, dass erstens viele vergessen, dass auch ein Künstler seine Gelder zu zahlen hat, ob es Miete ist, ich meine jetzt den Grundlebensunterhalt, Kleider, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob ihr da überhaupt oder auch wenn er jetzt wirklich nur in dieser Branche arbeitet und keine Nebeneinkünfte hat oder keinen anderen Arbeitsbereich, Job zum Beispiel, weil ich kenne auch viele Künstler, kenne ja wirklich, ich kann sagen, ich kenne sie, die auch neben ihrer Musikmacherei oder was auch immer, Schauspielerei, nebenbei einen normalen Beruf nachgeht. Und das nur, weil vielleicht sie keine Zeit oder keine Lust haben oder es gemerkt haben, dass man, wenn man nicht dahinter steht oder auch dahinter sozusagen rennt, und jedes Angebot annimmt, dass man davon kaum leben kann und alles bestreiten kann, weil es sind immer irgendwelche Kosten, die man trägt. Ich kann von mir sprechen. Ich habe mich damals, wo ich da mit dem Singen und sonst etwas da angefangen habe, habe ich mich natürlich auch bei Plattenfirmen, Management und sonst was gemeldet. Und war wirklich unterwegs, bis, ja, ich sag mal, bis ich dann nicht nur gedacht habe, sondern einfach mir auch selber gesagt habe,
dass ich meinen Körper und mich, mein Körper, mein Geist und meine Seele einfach so in dem Sinne, wie sich das die Leute gerade wünschen oder mir erzählen, wie es einfach abläuft, das nicht zu machen. Also ich hatte auch Angebote bekommen, kann jetzt offen und ehrlich darüber sprechen, ich sage auch keine Namen, ich ziehe keine Menschen in irgendwelche rein. Auf jeden Fall habe ich Angebote von Plattenfirmen, Management und Produzenten bekommen, entweder mit dem Aufmaß, du bringst dein eigenes Geld mit für die Plattenproduktion und für, weiß ich nicht, all möglichen PR-Materialien, oder du ja, kannst mal mit mir ins Bett gehen, oder du siehst ja so attraktiv aus, wir gehen halt zusammen ins Bett und ich bring dich halt so groß raus. Wurde mir auch des Öfteren angeboten. Und ich habe mir dann nur gesagt, mir selber und natürlich auch der Person, dass ich auf sowas kein Mal stehe und ich auch keine Lust habe, mich in irgendeine Branche hochzuschlafen, kann man so sagen. Ich will jetzt hier nicht diese Wörter, ich sage jetzt einfach diese Wörter auch nicht, wie diese Menschen halt auch manchmal so sind, Männer auch so überhaupt, was sie halt für Ausdrücke da haben. Da urteile ich dann auch kein Mal über diese Männer. Das sind ja ihre Sachen. Und wenn eine oder mehrere Frauen darauf anspringen oder Sängerinnen oder Sänger, denke ich mal nicht, dass sie das auch so auf Sänger bezogen hatten. Aber das ist ja deren Sache, wie sie damit umgehen und ob sie es wirklich so möchten. Und es kann ja auch sein, also nicht kann ja auch sein, ich denke, es ist ja auch oft so in der Branche so, dass halt ein Produzent mit der Sängerin dann zusammen sind, ob verheiratet oder nicht. Und die machen halt was zusammen, auch musikalisch wie privat. Aber ich habe es halt in der Sicht keinmal so gesehen und wollte auch in diesem Bereich so, mit diesem Bereich so damit auch kaum und keinmal so damit arbeiten. Und daher habe ich, ja, mein Erspartes, ich kann es ehrlich sagen, ich habe, das war auch mein Hobby, ich wollte auch nie irgendwie, hatte ich einen Gedanke dafür gehabt, dass ich irgendwann damit ein bisschen Geld verdiene, weil ich natürlich mich auch dahinter geklemmt habe, was es für mich kostet, wenn ich es mache ohne einen anderen Beruf oder ohne einen anderen Job, weil erstens kommt dann die Krankenversicherung, man muss sich halt auch selber versichern dann, man tut das Ganze, muss man halt auch anmelden steuerlich und bis man das dann aufgelistet hat, wie viel man sozusagen ausgibt für diesen Traum, diesen Wunsch, dass man überhaupt alles damit bezahlen kann, also auch jetzt zum Beispiel nur Miete, Wasser, Strom, Gas oder Öl, man muss ja auch Heizkosten und sonst was bezahlen, wenn man halt irgendwo wohnen möchte und kein Eigentum hat oder sich das noch nicht irgendwie selbst mit 17, 16, 18 erspart hat, ist das halt so gewesen, dass ich dann halt neben meiner Arbeit oder auch neben meiner Ausbildung, also meine richtigen Ausbildung, meine Jobs, meine Berufszweige, die ich mir ausgewählt habe, neben dem halt mein Hobby Musik bezahlt habe. Ja, ich habe dann halt gespart, wenn ich zum Beispiel ins Tonstudio gehen wollte oder ich weiß, ich möchte jetzt ein Lied aufnehmen oder halt ich schreibe Texte und schickt das zu irgendjemand, Komponisten, Texter, was weiß ich, auch Künstler, der es vielleicht interessiert, was man da vielleicht was raus machen könnte, zusammen, wie auch immer. Trotz alledem kann ich auch dazu sagen, es ist alles mit Vorsicht zu bedenken, weil wenn du jetzt wirklich einen deiner Texte oder deine kreativen Ideen irgendwo hin sendest, ob per Post oder per E-Mail oder sonst was, kann es wirklich sein, dass
du keine Reaktion bekommst, sondern dass andere Leute sich dann mit deinen Ideen und kreativem Kopf bereichern. So, das ist mir des Öfteren auch passiert. Man kann es dann in der Hinsicht auch nie beweisen, weil man, ich erstens hatte auch keine Erfahrung, ich hatte auch viele kennengelernt in der Zeit dann auch, die dann kaum so waren, dass sie einen sozusagen von der Idee und der Kreativität klauen, sondern dass sie geschrieben haben, pass auf, das und das, so sieht es in der Branche aus, es kann passieren. Oder es kann auch passieren, dass du dann irgendwann, zum Beispiel, ich finde, ich hatte Glück oder habe welche kennengelernt, die meine zwei Texte, die ich dann wirklich zu jemandem geschickt habe, dass diese Komponisten wirklich da etwas, ich sag mal, für mich ist es was Großes, rausgemacht haben. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich so wirklich Erfahrung in dieser Branche und mehrere Branchen sogar, ich meine jetzt, ich kann auch sagen, von meiner beruflichen Branche habe ich ehrlich ganz, ganz viel gelernt, auch mit den ganzen Menschen umzugehen und was man halt, was ein ja, wichtig ist. Auf jeden Fall habe ich halt wirklich neben meinen Hobbys richtig gearbeitet, habe mir alles erspart, was ich halt entweder produzieren oder zum Beispiel Autogrammkarten. Ich habe den Fotograf bezahlt, ich habe den Druck bezahlt, ich habe alles wirklich selber bezahlt. Da hat sich keiner gesagt, so hier, ich spende dir mal was oder ich produziere dich so umsonst, ohne dass du irgendeinen Kosten hast und dass du natürlich auch noch dabei verdienen kannst, weil du ja dann selber da ja entweder auf der Bühne stehst oder sonst etwas und du hast dann sozusagen Plus und kein Minus oder kommst bei Plus minus Null raus. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil ich habe, also mir ist es halt aufgefallen in Facebook, ich habe sozusagen auch mit vielen Künstlern zu tun, die wahrscheinlich jetzt auch noch keiner so wirklich kennt. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und sagen würde, ich höre die und die, würde derjenige sagen, wer ist denn das? Dann darf man das genauso erklären, wie ich erklärt habe in meiner Berufszeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe zur Familienpflegerin. Ich habe mir Praktikas und Firmen gesucht, wo ich dann meinen Beruf erstmal erklären darf. Und sozusagen kann man dann auch dann erklären, wer oder was der oder die Sängerin ist. Und ich kann auch sagen, der eine oder der andere interessiert sich dann dafür, möchte die auch die Person oder diesen Künstler, diesen Sänger, diese Gruppe dann hören. Das ist schön und gut, aber ich kann sagen, ich kenne wirklich viele, wo man dann wirklich auf die Straße geht und sagt, die kenne ich halt nicht. Und trotzdem kenne ich sie halt auch und einige andere auch. Ich kann sagen, sie haben wirklich viele Fans und in dem Sinne. Und ich kenne auch die ganzen, also im Hintergrund auch Familien. Also ich kenne Sängerinnen und Sänger mit Eltern und ... auf jeden Fall auf dem Thema zu kommen, warum ich jetzt das Video hier mache oder warum ich mir den Kopf wieder so darüber dieses Thema gemacht habe, war halt dieses Ding, dass eine Sängerin, die auch schon länger mit ihren zwei Schwestern ja ihre Musik verbreitet und auf ihre Seite bei Facebook gepostet hat, also ein Bild, so dass sie halt gerade mal ein bisschen einen anderen Job macht, um an ein bisschen Geld zu kommen. Und dann hat halt ein Fan oder ein Freund oder wie auch immer auf jeden Fall jemanden kommentiert unter dieses Bild, du bist doch bei so und so, du brauchst doch gar nicht irgendwo anders was verdienen oder arbeiten gehen. Da habe ich nur geschmunzelt und gelacht und habe gedacht, ja, derjenige weiß auch wieder kaum, was dahinter steckt. Und wo die Gelder herkommen, wo die Gelder hingehen, wenn man etwas verdient und was man eigentlich noch zu zahlen hat und vielleicht auch, ich sag mal, diese
Person, egal, ich meine jetzt nicht, die das geschrieben hat, sondern ich sage jetzt auch von den Künstlern, die halt neben ihrer, ja, neben ihren Musik machen, Schauspielen oder sonst etwas, noch einen anderen Beruf machen. Die wissen das halt, was sie halt zu zahlen und zu tragen haben. Und ich sag, das ist immer so ein zweites Standbein. Hallo, keiner weiß, ob man wirklich ganz in diese Branche rein möchte oder in die Branche, die man jetzt lernt. Ich kann euch jetzt ein Beispiel sagen: größere Künstler, also ich sage jetzt auch mal Namen von den Künstlern, die ich halt auch musikalisch via, weil die Musik mir gefallen hat, begleitet habe. Ich kenne diese Person, ich kann wirklich sagen, diese Person kenne ich kaum richtig persönlich. Ich habe mit ihr natürlich mich mal unterhalten, auch bei Konzerten oder so. Aber ich habe keinen persönlichen richtigen Kontakt, dass ich da Abende oder was weiß ich, rufe da an und sage, hi, wie geht's? Und erzähle, was weiß ich. Solche Menschen kenne ich natürlich auch, habe ich auch. Ich kann mit den einen oder anderen Künstler oder Nicht-Künstler mehr, weil er in einer anderen Berufsbranche reingegangen ist, natürlich noch telefonieren oder schreiben, E-Mail oder sonst was. Aber diese Person auf jeden Fall hat sich in dieser Musikbranche verabschiedet, sozusagen. Sie erreicht man überhaupt kein Mal mehr. Also, die wollte ich jetzt sagen, es geht um Juliane Werding. Sie hat also den Weg gewählt, hat sozusagen auch, man kann sagen, große Karriere gemacht in der Musik, ja, hat aber auch nebenbei irgendwann sich selbst gesagt, so, ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Und das hat sie auch in mehreren Interviews damals, wo sie dann gesagt hat, ich höre jetzt auf mit Musik, gemacht. Sie hat halt die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und ist in der Branche oder der Richtung jetzt am Arbeiten, kann ich, sag ich jetzt mal, und denke mir das auch, dass sie damit noch Geld verdient. Alles andere ist was anderes. Ich kann auch von anderen reden, die neben ihrem Künstlerdasein noch eine Ausbildung, ein Studium, eine Fortbildung oder einen Beruf gemacht haben und haben irgendwann gesagt, nachdem sie vielleicht auch auf Platz 1 in allen möglichen Charts gerade waren mit ihrem neuen Album oder sonst was, trotz alledem irgendwann gesagt haben, nee, ich gehe jetzt wieder in meine andere Berufswahl und werde damit Geld verdienen und lasse halt, was weiß ich, habe gerade vielleicht 3 oder 2 Alben oder CDs veröffentlicht. Das eine oder andere war total erfolgreich und ja, dann ist es halt so. Und das von meiner Sicht, ich akzeptiere den Weg, egal wer welchen Weg angeht. Genauso wie wenn du jetzt sagst, das ist jetzt für mich ein Beispiel, wenn du jetzt persönlich, egal wer da jetzt sitzt, sagst, ich bin jetzt in einem Beruf, schon lange Jahre, ich habe den gelernt, aber ich bin nicht glücklich, fehlt mir irgendwas. Da sage ich nur, tu es einfach, denk nochmal drüber nach, guck, was dich noch mehr interessiert, ob es Hobby ist oder ob du vielleicht sogar dein Hobby schon mehr Zeit mit deinem Hobby oder mit deinen anderen, was dich halt kreativer bewegt, mehr Zeit verbringst als mit seiner Arbeit, weil du dich wahrscheinlich vielleicht auch noch ein paar Mal mehr oder weniger krank schreiben lässt, weil du einfach so fertig bist, weil du denkst, mein Körper tut von oben bis unten weh. Oder ich krieg Magenprobleme, Kopfschmerzen oder sonst was, nur weil ich von dieser Arbeit denke, die mir total der Kummer macht. Und ich würde doch lieber in eine andere Richtung gehen. Dann mach es einfach. Du kannst, egal wie alt du bist, du kannst immer noch gucken. Du kannst alle möglichen Ausbildungen noch machen. Und ich kann dir auch sagen, weil ich mache es wirklich selber auch, wenn es halt länger dauert und du sagst, ah, ich muss jetzt erstmal noch da bleiben, weil die und die Fortbildung oder die und die Ausbildung kostet so und so viel Geld, weil man kann sich ja mit allen möglichen informieren. Ja, dann kann man darauf hinsparen oder kann sagen, ich beantrage da und da noch Gelder, frag da und danach, wo ich
was weiß ich, Gelder herkriege, dass ich jetzt viel schneller diese Ausbildung, Fortbildung oder sonst was machen kann, damit ich endlich in dem Bereich arbeiten kann oder damit irgendwas anstellen kann und es ausprobieren, ob es mir mehr Freude und Erfolg bringt. Also, so viel dazu. Und dann, wenn ich jetzt schon dabei bin, Entschuldigung, Künstlerwelt, Märchenwelt, diese zwei Wörter sind mir damals eingefallen, wo ich mit einer Mutter, einer Sängerin telefoniert habe, die mir dann gesagt hat, ach, du kennst jetzt schon so viele Künstler, also so in dieser Schlager- und Volksmusikbranche, könntest doch ein Buch schreiben darüber. Und ich habe mir nur gedacht, ja, es ist, das ist wirklich wahr, man kann ein Buch darüber schreiben, aber wen soll ich jetzt schreiben, ja, ich schreibe von den und den Künstler oder den und den Sänger und schreibe da keinen Namen rein, weil erstens ich da auch keinen irgendwie wo reinziehen möchte. Ich müsste ja jeden fragen, dann hallo, ich schreibe jetzt von dir, ich möchte jetzt von dir schreiben und von unserer Zusammenfinden, von unserer Zusammenarbeit oder sonst was und schreibe dann auch noch ein bisschen Privates von uns, was wir halt via Telefon, wo du dich vielleicht mal wegen irgendwas bei mir ausgeheult hast oder sonst was, in mein Buch. Also das ist, nee, das wirklich, da habe ich gesagt, nein, aber das ist, wär, ich habe so gedacht, das wäre eine Idee, es wäre vielleicht ein Kapitel für irgendein Buch oder so, aber ich habe nur gedacht, das stimmt ja eigentlich wirklich, weil da hatten wir uns, also ich habe mich mit der Mutter auch darüber auch unterhalten in den Telefonat über das Thema, was ich euch jetzt erzählt habe, dass wirklich jeder seine Gelder zu tragen hat und ich meine jetzt nicht nur zu tragen, sondern auch zu verdienen hat und zu bezahlen hat in allen Branchen, die man so ist und dass man, wenn man jetzt keinmal da hinterher rennt und sagt, ja, ich will jetzt Superstar, wie ja, das war jetzt ein Beispiel, oder so ein Künstler werden, der jetzt jeden Tag auf der Bühne steht, der für pro Karte, was weiß ich, einnimmt, aber hallo, auch wenn die Konzertkarte vielleicht gerade mal 120 Euro oder so kostet und dir wird geboten, ein Orchester hinten im Hintergrund, dann der Sänger selbst und hey, vergiss mal, die Bodyguards müssen bezahlt werden, die ganze Technik muss bezahlt werden, das Orchester, dann wenn es wirklich so ein riesen Konzert ist, ja, muss bezahlt werden. Die wollen ja auch alle ihr Geld haben. Plus, minus, null, was bleibt dann da übrig? Der Saal, der Konzertsaal muss auch noch bezahlt werden. Das, ja, überhaupt der Strom und die Wärme, wenn es halt kalt ist draußen, muss die Heizung bezahlt werden oder sonst was. Also, Leute, es ist wirklich viel, viel zu tragen und wenn dann ein bisschen Gehalt sozusagen oder Lohn für den, der jetzt da der Hauptkünstler ist, übrig bleibt, derjenige hat immer noch was zu zahlen. Da denkt man ja, ja, er hat jetzt vielleicht seine 1000 Euro pro Auftritt gehabt, aber umso mehr du verdienst, umso mehr Steuern darfst du auch zahlen. Ne, also das auch noch dazu zu sagen. Und es ist kaum einfach in keinem Beruf dann seine Gelder irgendwie zusammenzuhalten, müsste ich, so, kann ich euch mal sagen. Es ist wirklich, man kann sparen wirklich, aber wie gesagt, wie ich euch gesagt habe, es gibt viele, die haben sich auch verschuldet. Ich werde hier keine Namen nennen, wer halt die Medien verfolgt hat, via Schlager- oder Volksmusikbranche oder andere Branchen. Es ist alles gleich und jeder muss halt seinen Teil dazu beitragen, egal mit was. Naja, das nur mal sozusagen dazu zu sagen, weil erstens hatte ich nämlich auch mal so eine Idee, ein Benefizkonzert zu organisieren für meine Aha-Fanwelt und wo ich dann diese ganzen Preislistungsdings habe ich gedacht, oh ja, wie viel Eintritt nimmt man denn dann, das Punkt, Komma, Strich und sonst was, was hat man eigentlich wirklich zu leisten, dass es dann halt so ein tolles, so eine tolle Veranstaltung, so ein tolles Konzert dann gibt. Ja, und ich kann euch sagen, die das selber machen, ja, egal ob die jetzt Konzertveranstalter, Service Manager, was weiß ich, machen, ich finde das super, ihr
Ja, und alles so zu organisieren. Ihr macht es, ihr schafft es, ihr habt Spaß dran, also macht es einfach weiter. Und derjenige, der Spaß dran hat, auch auf ein Konzert zu gehen oder was weiß ich für Veranstaltung, bitteschön, kein Problem, aber denkt darüber nach. Wo, also, man wirklich, wenn man so eine Karte dann sich in der Hand hat und sagt, so, ja, ich habe jetzt mein Erspartes dafür gespart, dann seid doch glücklich dafür, dass ihr dann gerade dieses Konzert vielleicht auch als Geburtstag- oder Hochzeitsgeschenk oder sonst was dann das macht. Seid doch einfach glücklich, dass ihr dann das erleben dürft und könnt, egal wie viel es gerade gekostet hat, weil es hat wirklich seinen Preis und es sollte das dann auch haben. Und darf ja auch dann auch so haben. Genau, so finde ich das zumindest. Und was wer oder wie macht oder welcher Künstler nebenbei noch irgendeine Arbeit betreibt, Zeitungen austragen, keine Ahnung, oder ihren noch gelernten dazu Beruf oder Studium macht oder Ausbildung, lasst sie doch machen. Ihr könnt es doch auch selber machen. Ihr könnt neben euer Beruf irgendein Hobby machen, was ihr dann, was weiß ich, euer Geld, ihr Erspartes dafür ausgibt. Oder ihr macht neben euer Beruf noch einen Beruf oder noch eine Ausbildung. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe neben meine Arbeit habe ich noch eine Ausbildung, eine Vollzeitausbildung gemacht. Ne? Also, es ist alles möglich. Und es macht alles irgendwann Spaß, wenn man wirklich Spaß dran hat und daran glaubt, das alles zu schaffen und zu machen. Ja, ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ist ein bisschen länger geworden, das Video. Ich hoffe, man konnte mich verstehen mit meinen ganzen, was ich so denke über diese ganzen Sachen, wo Leute sagen so, hey, du brauchst gar nichts mehr anderes machen, außer das und das. Genauso wie wenn einer sagt so, hey, du machst jetzt YouTube, du brauchst auch nichts anderes machen, du kannst auch voll das Geld damit verdienen, du bist doch reich. Hallo? Dahinter steckt auch viel, ja, erstmal auch die Arbeit. Also das hat ja auch was mit Arbeit zu tun in einer Hinsicht. Und zweitens, wenn man sich dann verkaufen möchte, egal für was oder für welches Thema oder für welches Produkt, ja, muss man auch dahinter stehen. Man kann ja nicht, meiner Meinung, man kann auf keinen Fall irgendwas versuchen zu verkaufen, wo das Herz dann oder sein Wunsch und sein Glaube nicht dabei ist. Also, das ist genauso wie mit der Musik, wenn du sagst, ja, ach, das bringt ja nichts, dein Musikstück, ach, das hört sich gar nicht so gut an, ach, ich glaube, das wird nichts, da kauft auch keiner. Ja, wenn man so dann drüber denkt oder jemand dir dann so sagt, so, damit kannst du doch kein Geld machen. Dann nimmst du die Energie auf und das ist voll schwer wieder loszuwerden, erstens, weil du denkst, ja, das stimmt. Oder du denkst, das haben jetzt schon viele gesagt. Und wenn dann vielleicht doch noch einer dazwischen ist, der sagt, ey, das ist doch toll, ich möchte mehr davon. Ja, dann ist es doch super. Dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, dann kannst du in die Richtung besser gehen. Wer sagt, ja, ist hier super, da möchte ich was haben und nicht, ja, du kannst damit kein Geld machen. Das ist voll falsch. Ja, für mich zumindest, also für meine Meinung zumindest. Also deine kann ja auch anders sein. Du denkst ja, ach, voll geil, wenn einer sagt, ey, du bist nix, du kannst nix und deine Musik ist auch scheiße. Ja, das ist ja deine Sache und dein Glaube und dein, was du aufnimmst. Es ist halt die Kommunikation. Jeder versteht halt das, was er verstehen möchte. Also viel noch dazu. Jetzt bin ich wieder vom Thema ab. Ich wollte ja Schluss machen. Ja, gut. Dann bis demnächst mal. Tschüss.